Hallo Freunde der virtuellen Landwirtschaft und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom LS19 Tierisch auf der Mercury Farms. Bauernhöfe, Entschuldigung. Ja, wir werden jetzt hier die Sojabohnen dreschen und ich glaube, hier mache ich einfach ein Grasfeld raus, weil das ist mir zu kleines Fältchen oder ich verkaufe es eventuell wieder. Mal schauen, was ich damit machen werde. Dann müssen wir noch das Stroh runterbekommen vom Feld und ai. So viel zu tun. So. Schnell das Sojabündchenfeld ernten. Ich glaube, mit dem können wir ordentlich Geld erzielen mit den Sojabohnen. Auf und nieder, immer wieder. Ja, hier mache ich glaube ein Grasfeld daraus. Mal kurz gucken, was benötigt denn das Feld. War klar, dass es Kalk benötigt. Das war ja klar. So. Also hier hinten haben wir jetzt auch den Platz zum Wenden. Das finde ich sehr, sehr schön. So. So, ja, hat er ja auch genug Platz zum Wenden. So. Was brauchen wir nicht auf dem Feld? Gar nichts. Sehr gut. Das gefällt mir. So. Ui, das war ein weiten Bogen, wo ich jetzt da gefahren bin. Ja, rein gefühlstechnisch läuft es so ein bisschen schneller raus.
Ja, also wenn wir noch das Stroh einsammeln. Dann müssen wir hier die Ballen noch vom Feld nehmen. Eieiei, ganz schön viel noch zu tun. Ich glaube, so ein Zweikreiselschwader wäre hier, glaube ich, ganz angebracht. Was kostet eigentlich einer? Mal gucken hier. 30.000. Aktuell nicht möglich. Oh. Wir haben jetzt hier jede dritte Bahn, das ist einfacher zum Drehen für mich. Gleich haben wir den ersten Ladewagen vom Feld geholt. Komm, fahren wir da mal die große Bahn. So. So, es ist natürlich unser Case im Weg. Fahren wir halt ganz kurz weg, dann müssen wir noch den Drescher wieder umsetzen. Eieiei. Oh. So. Haben wir jetzt hier alles vom Feld geholt. 2800. Ja, komm, den Liter nehmen wir halt auch noch mit. Ja, wenn es ein Liter gewesen wäre. Ich glaube, ich werde den jetzt auch bald hergeben. Oder zumindest probieren, das größere Schneidwerk mal anzuhängen. Ob er das noch packt. Da können wir mal kurz die Leistungsdaten vergleichen, weil dann kann man sich das ungefähr mal vorstellen, ob das funktionieren könnte oder nicht. 160 PS hat der. Oh, das sind 100 PS mehr, wo er hat.
Wird schwer. Das wird schwer. Das wird ganz schön schwer, ob er das nämlich schafft. Weil das hat Giants nämlich auch geändert, dass man dann nicht mehr einfach das große Schneidwerk an den kleinen Drescher hängen kann. Finde ich, glaube auch ein bisschen unlogisch in dem alten Drescher hier Sitzfederung. So. Oder wieder Mittagszeit. Was macht man nicht alles, nur um dass man seine Ernte vom Feld bekommt? Hier brauchen wir nichts mehr machen, da hat er genug Platz zum Wenden. Außer hier unten. Oder? So. Aber 150.000 sind halt schon eine Hausnummer, ey. Für den anderen Drescher. Gut, für den bekommen wir wahrscheinlich auch noch so 80.000. Ja, hier hat er dann auch genügend Platz zum Wenden, der gute Helfer. Dann gucken wir, dass wir das Stroh eben runter bekommen von dem Feld. So. Die ersten 23.000 Liter Stroh haben wir jetzt im Lager. So. Das ist richtig herrlich, ehrlich. Rein gefühlstechnisch haben wir, kriegen wir aus den Ballen mehr raus. Die aus einem Ladewagen. Das kann mich auch täuschen.
So. Wie gesagt, es kann mich auch täuschen. Aber ich werde da einfach mal den Versuch machen. Aber jetzt eben nicht. So. Da muss ich dann auch ein gesamtes Feld als Referenzwert nehmen. Weil eine Bahn ist halt definitiv zu wenig. Da spielen dann so viele Faktoren rein. Ja, ich denke, ja, das werde ich machen. So. Schon wieder 61% gefüllt. Komm, scheiß drauf, jetzt wegen den 5 Litern. Aber gut, meine lieben Freunde, das war's für diese Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da. Über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.